Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Es gibt wohl keinen Menschen, der nicht ab und an mal lügt. Und da machen auch Christen keine Ausnahme. Allerdings leben sie mit dem achten Gebot, was bekanntlich heißt, du sollst nicht lügen, und stehen damit immer wieder im Gegensatz zu dem Anspruch, die Wahrheit zu sagen. Wie damit umgehen? Kann man das Lügen zumindest einschränken, wenn man es schon nicht ganz lassen kann? Diesen Fragen und anderen hat sich unser heutiger Gast in einem neuen Buch von ihm besonders gewidmet. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Ulrich Eggers. Hallo. Gab es einen Grund, sich genau diesem Thema nun im Moment zu widmen? Oder fiel das irgendwie vom Himmel? Es gab keinen unmittelbaren Anlass, aber das hat sich so verdichtet. Ich entdecke, dass das Thema Ehrlichkeit, so diese Kluft zwischen soll und ist im Christsein, eine Riesenrolle spielt. Verdeckt, man redet da nicht so offen drüber, aber es kommt ganz häufig vor. Und wenn man so erstmal ein bisschen auf diesem Thema sensibel ist, dann merkt man ganz viel, dass trotz des achten Gebots, trotz dieser offiziellen Ansage bei uns, viel Unehrlichkeit im Spiel ist. Sie sagen, dass Sie eben langsam so auf den Grund gekommen sind. Es muss ja dann doch schon ein paar Erlebnisse gegeben haben, wo Sie gesagt haben, Moment mal, jetzt taucht das schon wieder auf und jetzt kommt es schon wieder. Irgendwie liegt da ein Thema in der Luft. Ist das so in Gemeinden oder im persönlichen Umgang mit Leuten hervorgekommen oder bei Ihnen selbst vielleicht? Ja, wenn man ehrlich ist, ist es natürlich auch bei einem selbst, aber auffallen tut es einem auch in der Gemeinde ganz oft. In Predigten zum Beispiel gibt da so ein Urerlebnis für mich, das ist schon länger her, dass ich im Gottesdienst saß, irgendwie, ich weiß gar nicht, war ich 25 vielleicht alt, Gastprediger war da und der sagte dann so ganz emphatisch von vorne her, nicht wahr, wir freuen uns doch alle auf den Himmel. Und ich saß da so und dachte, nee, ich eigentlich nicht so richtig, weil ich liebe das Leben und ich habe viele Fragen an den Himmel. Wird meine Frau da sein? Wie ist das da? Goldene Gassen gefallen mir eigentlich nicht so. Ich bin mehr für das Meer. Und dann habe ich mich aber umgeguckt und alle Leute im Gottesdienst saßen ganz ruhig da und haben gesagt, okay, alle freuen sich, nur ich freue mich offensichtlich nicht. Aber die haben vielleicht das Gleiche gedacht, ne? Das war es eben genau. Hinterher habe ich ein paar angesprochen darauf und gesagt, ja, ich habe da auch so meine Fragen. Ja, aber warum sagt das keiner? Es gibt so eine offizielle Wirklichkeit und viel Schweigen, hinter dem man sich da manchmal versteckt. Und das ist, glaube ich, schädlich. Lassen Sie uns erstmal ergründen, womit das denn so zusammenhängt. Ist das was spezifisch Christliches? Das Lügen natürlich nicht, aber so wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Offiziell muss man so sein und dann darf man das nicht zugeben, dass es auch mal anders sein könnte? Es ist sicher was spezifisch Menschliches, aber es hat auch was spezifisch Christliches. Und zwar deswegen, weil wir Christen ja ganz viel soll gepredigt bekommen. Wir hören jeden Sonntag von der Kanzel, wie wir richtig leben sollen. Und wir wollen das auch. Wir haben ja hohe Ideale. Wir möchten Jesus folgen. Wir möchten das Gute tun. Und dann liegt es sehr, sehr nahe, dass man anfängt, so eine Kluft aufzubauen, zu sagen, ja, ich will das und deswegen tue ich auch so. Außerdem tun alle auch irgendwie so. Und ich mache da mit. Es ist normaler, man stößt nicht an. Man kriegt keine unangenehmen Fragen gestellt. Man muss sie sich vielleicht auch selber nicht stellen. Aber es gibt in uns diese große Kluft. Wir haben so eine Sollfassade. Wir machen mit. Wir wissen, was christlich ist, wie man sich da wohl so benimmt in der Gemeinde. Aber innen drin nagen oft Fragen und denkt man manchmal, heißt das wirklich so? Also es geht damit nicht nur direkt um das Lügen an sich, sondern um das Ehrlichsein ist, glaube ich, das größere Wort dann. Ne? Also ehrlich sich selbst gegenüber, ehrlich den anderen gegenüber. Und wenn Lügen dann eine Rolle spielen, geht es vermutlich eher darum, dass man dann einen Schein aufrechterhalten will und jetzt nicht bewusst jemand hier das Licht führen will. Ja, das ist mir auch sehr wichtig, dass man das nicht falsch versteht. Ich habe ja dieses Buch Ehrlich Glauben geschrieben und mir geht es nicht darum, dass jetzt sozusagen nochmal jemand mit Moralkeule kommt und sagt, jetzt aber ehrlich und ihr seid ja alle. Sondern im Gegenteil zu sagen, Glauben und Ehrlichkeit, das gehört zusammen. Das ist gerade was Christliches. Aber zugleich merke ich, dass diese Botschaft zwar irgendwie so in unserem Über-Ich verankert ist und man sagt, ja, ja, das gehört auch zusammen. Aber so bei uns in der Gemeinde, wenn da also einer sagt, was er wirklich für Fragen hat oder für Zweifel oder sonst was. So, und da sage ich, wir müssen ehrlich werden. Wir brauchen fast so etwas wie christliche Fassadenstürmer, die kratzen an unserer frommen Fassade und sagen, das ist nicht gut, das tut uns allen miteinander nicht gut. Meistens steckt hinter sowas ja Angst, Furcht vor irgendetwas. Was könnte das sein, wenn Sie jetzt von Gemeinden sprechen? Was könnte das sein? Was hält mich davon ab, das einfach mal ehrlich zu sagen?
Also jetzt deine Predigt, ne? Gut, also in der Predigt, da unterbricht man natürlich den Prediger nicht. Aber dass man hinterher doch zumindest mal sagen kann, also du mit dem Himmel. Ja, was hält einen ab? Es ist Angst, das glaube ich schon auch. Für viele ist es so dieses, boah, wenn ich das jetzt sage, was denken die über mich? Ich bin vielleicht hier der Einzige, der solch komische Gedanken hat. Mhm. Das führt dann aber auch oft zu so einer richtig schlimmen inneren Einsamkeit, dass man sich da manchmal einigelt und denkt, ach, ich und ich kann mich gar nicht zumuten und alle tun. Also Angst, das ist, ich glaube, es ist auch Stolz. Es ist ganz viel Stolz im Sinne von, ich bin doch nicht blöd und sag jetzt hier irgendwas, was nicht reinpasst. Ich bin doch nicht blöd und oute mich mit meinen Fragen. Außerdem will ich ja selbst das Gute und will selbst gut scheinen. Und also ich glaube, es gibt eine Mischung aus verschiedensten Gründen dafür. Und ich glaube auch, dass die christlichen Gemeinden ein System sind, in dem diese Unangepasstheit, die Wahrheit zu fordern, ehrlich zu sein, nicht unbedingt belohnt wird, sondern man freut sich eigentlich, wenn so ein gewisser Friede ist, eine gewisse Unhinterfragtheit, ein, ach na ja, komm, nun lass es mal. Sie haben eben von System gesprochen, es liegt im System. Ein paar Begründungen dafür klangen eben schon mal an. Wo liegen die genau? Was ist genau das System, das das begünstigt? Ich glaube, das ist dieses hohe Bewusstsein in der Kirche, gibt es aber auch in Parteien, etwa bei den Grünen oder sowas, wo immer hohe Ideale, nicht wahr, wir wissen doch, wie es richtig ist und so soll es doch sein und ich will das ja eigentlich auch, stoßen auf dies, ich bin aber nur Mensch und ich habe gute und schlechte Tage und manchmal bin ich mir ganz bewusst und dann gleite ich da selber wieder ab. Und das ist ja das Verrückte, weil eigentlich im Gegensatz zu etwa einer Partei oder einem Verein, die Gemeinde ein Raum sein könnte, wo wir von Gottes Barmherzigkeit leben und wo man genau das eigentlich sein lassen könnte und sagen könnte, ja, das ist zwar so, aber hey, bei mir stimmt's nicht, ich schaffe das nicht. Und, aber das schaffen wir dann wieder nicht, sozusagen so offen zu leben. Mir fällt in dem Zusammenhang immer ein das Beispiel von der Bischöfin Margot Käßmann. Das ist ja vielleicht exemplarisch dafür, oder? Also als sie das Problem hatte mit dem Führerschein, danach haben viele gesagt, Mensch, die Frau ist ehrlich, hat das gesagt, ist wohl auch zurückgetreten. Andere haben aber gesagt, das geht doch nicht als Bischöfin, hätte man das nicht anders regeln können. Ist das ein gutes Beispiel dafür? Das ist ein super gutes Beispiel, ja. Und ich finde es immer spannend an diesem ganzen, es gibt ja immer wieder so große Christen, bekannte Christen, die dann mal mit irgendwas entlarvt werden. Und ich finde es dann immer unglaublich spannend, dass in der christlichen Szene, in der Gemeindelandschaft so dieses große Erstaunen ist. Was, der und solch eine Sünde oder was, ach, so was ganz Schlimmes, Normales. Und dann denke ich immer, hey, was denken wir denn über uns selbst? Was sehen wir denn in uns selbst? Und da gibt es offensichtlich starke Mechanismen in uns, die auch sozusagen unsere eigenen dunklen Seiten wie abspalten, sozusagen wegdrücken. Was mit ein Grund dafür ist, dass wir so wasserdicht dann diese Fassade aufbauen, weil wir eben sagen, ach, das kann man sich gar nicht recht leisten. Und dass ich so ein richtiger, normaler Sünder bin, zu viel trinke, Probleme bei Sex habe, eifersüchtig bin, neidisch bin, mit Geld nicht gut umgehen kann, hoch, das passt irgendwie gar nicht so in diese christliche Welt. Mir fällt noch mal gerade ein, Sie sagten das eben auch, dass man da eben so angepasst ist. Damit fallen ja alle Spitzen raus, ne? Also auch jedes Anderssein fällt heraus. Das ist ja, vermutlich ist ja auch was eine schlimme Folge davon, dass manche Leute das dann einfach nicht mehr attraktiv finden. Also Leute, die möglicherweise mit der Kirche gar nichts zu tun haben, wie sollen die da drin ein Zuhause finden, wenn man da noch gar nicht drin sein kann, wenn man nur ein bisschen anders ist? Ja, genau. Und das ist, wir merken das ja auch, dass die Kirche groß geschrieben, wie sag ich mal, in diesem Ruf steht, naja, das ist dieser Verein frommer Heuchler. Weshalb man sich dann ja auch so freut, wenn man da welche von erwischt. Es ist dieses Bild, ja, die wissen ja immer, wo es lang geht und die tun ja immer so, als ob. Aber genau das ist eigentlich nicht Christsein. Denn Jesus hat das jetzt schon im Neuen Testament sozusagen entdeckt bei den Pharisäern. Das waren die Frommen ihrer Zeit. Keine schlechten Leute, die wollten einfach es richtig und gut machen, aber litten an diesem selben Problem wie wir wahrscheinlich auch, dass man da eine Fassade aufbaute. Und Jesus hat das richtig heftig angemacht, gesagt, ihr seid wie übertünchte Gräber. Also innen ist Tod, innen ist Verfall, aber ihr streicht euch schön an. Und das war für ihn etwas Schlimmes. Das passte nicht zum Glauben. Woher kommt bei Ihnen, speziell jetzt bei Ihnen, dieses besondere Engagement bei diesem Thema? Es ist gewachsen über die Zeit, fing an schon mit meinen Eltern, die viel von Ehrlichkeit hielten. Ich habe einen Vater gehabt, der war Pastor, oder er sagte immer, er war Prediger, weil da wollte er schon nicht angeben, hatte so einen kleinen Spruch an der Wand.
stehen, so als ein Zeugnis für sein Leben. Das hieß ein Spruch von Hermann Betzel, glaube ich, lieber arm und echt als groß im Schein. Und das hat mich beeindruckt. Und wir Kinder haben dann zwar immer gedacht, ah, lieber reich und echt, als das hätte uns besser gefallen, ja, so ein armer Pastor oder sowas. Und trotzdem habe ich so gemerkt, hey, da lag ihm ganz viel dran. Echt sein, dies wirklich Authentische, nicht was vormachen, keine großen Worte. Das war eine anfängliche Prägung, aber dann, ich lebe in einer Lebensgemeinschaft, da merkt man dann auch immer wieder, wie viel Menschen ja, sich krümmen und winden darunter, Ehrlichkeit zu vermeiden, weil da ganz oft Wunden dahinter stecken, Verletzungen dahinter stecken, dieses, ich kann das nicht zugeben, wenn ich das zugebe, verliere ich ein Stück von mir, da verliere ich mich. Und dann merkt man, Mann, eigentlich sagt die Bibel, Wahrheit macht frei und ich glaube das auch. Aber wir Christen leben das zu selten. Wir wählen fast intuitiv ein Stück Unfreiheit, dieses doppelte Leben, wo ich immer die Mühe habe, ich muss was aufrechterhalten, muss immer überlegen, was erzähle ich jetzt hier, kann ich die Wahrheit sagen, wie viel von der Wahrheit kann ich sagen. Das ist Stress, das ist richtig mühsam. Haben Sie es mal versucht, die Wahrheit macht frei zu leben? Das versuche ich zu leben. Deswegen mache ich dieses Magazin Aufatmen, Gott begegnen, authentisch leben. Das war immer für mich ein ganz hoher Anspruch. Und ich merke, wie gut das den Leuten tut. Aber es ist ein Kampf. Es ist so ein bisschen wie Glauben, Leben ja auch ein tägliches Bekehren ist. Immer wieder zu Gott umkehren, ist ehrlich sein ein täglicher Entschluss. Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Es kostet richtig Kraft. Also den Leuten tut es gut, sagen Sie. Ich gehe davon aus, dass es Ihnen auch gut tut. Sie machen auch so den Eindruck. Dann ist ja nochmal die Frage, es tut allen gut. Aber so wenige tun es. Und dann auch nochmal gleichzeitig dahinter, wenn dieser Jesus, was er uns ja nun vorgelebt hat und auch gezeigt hat, uns sagt, dass wir grundsätzlich geliebt und angenommen sind, stimmt dann in der Verkündigung was nicht? Dass wir dazu nicht stehen können? Vielleicht stimmt in der Verkündigung insofern manchmal was nicht, dass diese Barmherzigkeit, die wir groß und golden an unsere Wände schreiben und einen schönen Rahmen drum machen, zu wenig gelebt wird, zu wenig erfahrbar wird. Das hat damit zu tun, dass sicher auch unsere Pastoren und Leiter sagen würden, ja, es ist ganz wichtig, ehrlich zu sein, aber sich das selten leisten können und selber auch Schwierigkeiten haben können. Ich glaube, uns fehlen da Vorbilder und wir brauchen da regelrecht, ich habe das so in dem Buch ausgedrückt, ein Coming Out, also ein Wahrwerden, auch miteinander und ein sich immer wieder erinnern daran, fast täglich dieses, lass uns wahr sein, lass uns nicht belohnen, wenn was weggeschwiegen wird. Lass uns nicht in Wohlgefallen mitgehen, wenn wir merken, hier ist gerade einer überfahren worden oder hier haben wir alle miteinander so ein bisschen gelogen. Coming out ist ja übrigens ein interessanter Begriff, der kommt hier nun aus was anderem. Wäre vielleicht auch ein gutes Beispiel, wenn jemand auftaucht und nach dem bekannten Muster beispielsweise sagen würde, dass er schwul wäre, wird sicherlich manches Problem haben in mancher Gemeinde, oder? Natürlich, und das ist genau dieser selbe Zusammenhang. Also Leute, die homosexuell empfinden, merken dies, wenn ich damit wahr werde, dann werde ich wahrscheinlich auf Unverständnis stoßen, Leute enttäuschen. Vielleicht muss ich selber sozusagen mich dem stellen, wo ich aber auch kämpfen muss oder so. Und genauso ist das eben bei vielen anderen Unwahrheiten, Lebenslügen, mit denen ich lebe. Es ist richtig wie der Durchbruch durch eine Wand. Bediene ich weiter eine Fassade? Und aber verkrümme ich mich eben damit auch? Da habe ich ständig diesen Stress, was Inneres zu haben und ein äußeres Bild. Oder breche ich durch und sage, so ist es aber jetzt. Und damit müsst ihr leben, damit muss ich leben. Das erfordert großen Mut, klar. Aber hat eine Dividende, die Freiheit heißt. Zwei Dinge gehen mir noch nach. Zum einen, Paulus bezeichnet die Gemeinde als die Gemeinde der Heiligen. Ist das auch so ein Grund, weswegen vielleicht manche Leute das missverstehen, wie man heilig leben müsste? Ja, das ist ja vermutlich ganz anders gemeint. Das andere, Sie haben eben gesagt, vor allem die Leiter tun sich schwer. Das ist ja noch schlimmer. Dann kommt das also vom Kopf her. Müssen denn nicht gerade die doch ein anderes Beispiel dann sein? Sie müssten es sein. Sie müssten auch richtig übersetzen, was Heilige heißt. Das heißt eben Geheiligte, von Jesus sozusagen Errettete, in eine neue Wirklichkeit hineingezogene, die uns eben gerade ermöglicht, das ernst zu nehmen. Wahrheit macht frei, wenn Jesus das sagt. Dann heißt das ja auch, ihr seid frei zu eurer Wahrheit. Das heißt, vor mir, vor Jesus, vor Gott könnt ihr ganz wahr sein. Ist ja auch eine Logik, weil er weiß ja eh, was in uns läuft.
Und ich glaube, da müssen Leiter sicherlich mit gutem Beispiel vorangehen. Zugleich machen es ihnen die Gemeinden auch schwer. Es gibt diese Verehrung. Oh, da ist dieser tolle Typ und der ist immer so cool, so schöne Predigten, so eine feine Familie, so eine tolle Frau. Und wenn es dann irgendwann kracht dort, dann ist man enttäuscht, statt zu sagen, hey, ja, der ist Mensch und ich will eigentlich gerne einen Leiter haben, der reift durch eigene Konflikte und Krisen. Dann kann er mir was sagen. Er hat ja was gelernt über sich. Und ich brauche eigentlich keinen Leiter, der immer cool und stark sein muss und selber ein großer Verdränger von Konflikten ist, sondern ich möchte Leute haben, die reif sind, bewährt sind und die mir deswegen etwas sagen können auf dem Weg, weil sie sagen, du, da war ich auch schon, du, da bin ich mittendrin, du, das passiert mir ständig. Das ist so, wir sind Menschen. Klingt befreiend, aber ich stelle mir vor, es gibt eben vielleicht auch doch zu viele Leute, die eigentlich das andere auch wollen. Ne? Also doch ein paar Leute haben wollen, zu denen sie hochgucken können, zu denen sie sagen können, Mensch, es geht auch anders. Und an denen kann ich mich ausrichten und umso größer ist dann die Enttäuschung. Ja, und ich sage jetzt auch mal ganz geistlich, wenn wir das Ding geistlich durchschauen, dann hat das auch was damit zu tun, dass der Teufel, der große Gegenspieler Gottes, an der Stelle sozusagen jeden Weg uns zu verführen nutzt, um uns in der Lüge zu halten. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass Gemeinden Räume von Ehrlichkeit sind, sondern er wird sagen, hey, wunderbar, fromme Fassaden, tut ordentlich heilig voreinander. Das hält euch in Unfreiheit. Das macht dieses ganze System erst rund. Das heißt, ihr verdrängt eure Sünde, eure Probleme ins Dunkel. Und im Dunkel herrscht der Teufel. Wunderbar. Das sind all diese Geheimnisse, die mich dann bedrängen. Und Gott würde gerade sagen, kommt raus ins Licht, ihr könnt euch das leisten. Das ist gar kein Problem. Jetzt haben wir schon 17 Minuten gesprochen und ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass es ein bisschen wie so ein Gemeindebashing klingt. Vielleicht finden wir aber doch auch Beispiele, wie es auch anders gehen könnte. Haben Sie bestimmte Strömungen oder Gemeindearten, wo Sie sagen würden, da läuft das anders? Jetzt nicht unbedingt, um Namen zu nennen, sondern einfach, um auf Züge oder Grundzüge von Gemeindeleben zu kommen, wie es auch anders laufen könnte und damit ein Beispiel zu geben. Es ist mit Sicherheit deswegen kein Gemeindebashing, weil Gemeinde ist jeder. Wir alle sind Gemeinde und wir alle spielen damit oder nicht. Und ich glaube, deswegen geht es auch nur so, dass jeder anfängt, wenn er das mal begriffen hat, was Unwahrheit mit ihm macht, auch rauskommen zu wollen. Und das ist eine Entscheidung. Das ist wirklich diese Entscheidung zu sagen, ich will wahr werden. Und ich möchte mich jeden Tag daran erinnern lassen. Und ich lade Leute ein, sag mir, wenn dir was auffällt. Und ich merke das so selber bei uns im Betrieb, wenn man dann mal so Kritik kriegt, um die man eigentlich gebeten hat, weil man ja sagt, ich will doch ehrlich. Dann tut das aber weh. Und dann denkt man, der Blödmann, warum sagst du das? Und hinterher denkt man aber, ja, aber es war gut. Es hat mir geholfen. Und geht das in Gemeinden? Ich glaube, das geht auch in Gemeinden. Und das ist ein Stück, dass wir anfangen müssen, eine Kultur der Barmherzigkeit zu leben. Und ich glaube, in vielen Gemeinden gelingt das auch. Vielleicht manchmal noch leichter im Hauskreis. Ich glaube aber, wir können auch eine Menge darüber lernen, wie man gut ehrlich sein kann. Also es gibt ja zum Beispiel so manchmal so heroische Versuche, jetzt die Wahrheit zu sagen. Und dann tut man das gern vor Publikum, damit man gleich eine Lobby bilden kann. Ja, ich denke das auch. Und das ist natürlich Quatsch. Ehrlichkeit hat viel auch mit Vertraulichkeit zu tun, mit dem richtigen Setting. Wahrheit gehört nicht in jedes Umfeld. Wahrheit gehört nicht in jedes Gespräch, in jede Situation, sondern wir sollen an der Stelle klug sein. Aber ich glaube eben, Gemeinden können das fördern, indem sie ein Klima fördern, wo Wahrheit, wo Ehrlichkeit belohnt wird. Deswegen geht es vielleicht auch in den Hauskirchen oder in den Hauskreisen besser, so wie Sie das eben gesagt haben. Ja, also die Gruppe ist kleiner, da kenne ich die anderen ein bisschen besser und der Raum ist ein wenig geschützter. Damit hängt es ja vielleicht auch zusammen. Das kann so sein. Wir merken auf der anderen Seite, gerade bei uns in der Lebensgemeinschaft, wir sind seit über 20, 25 Jahren zusammen. Wie viele Leute sind das denn? Das sind 9 Leute. Das ist ja fast so Hauskreisgröße. Dass es einerseits gut ist, sozusagen auf einem gewissen Niveau miteinander reden zu können. Man kennt sich. Man kann manche Dinge nicht abweisen. Auf der anderen Seite ist es auch nach 25 Jahren so, dass gewisse Gebiete immer wieder wehtun. Meine alte Angst, die der eine hat oder die andere hat. Mein alter Stolz, mein Männerstolz. Ich kann doch nicht zugeben, dass ich nicht überall perfekt bin. Ich muss doch überall perfekt sein. Und natürlich ist niemand perfekt, aber ich irgendwie doch schon oder sowas. Das kommt einem immer wieder in den Weg.
Und manchmal ist man da auch so verwundet und verletzt, dass fast untereinander auch so ein Stück, ja, uneingestandenes, na, da lass uns nicht ranrühren, da wollen wir jetzt nicht wieder. Also von daher, ja, es ist gut, in kleinen Kreis kann man Offenheit mehr wagen. Es kann aber auch alte Sachen geben. Und das, was ich gelernt habe, ist dies, gerade wenn ich mit anderen wahr sein möchte oder andere mit mir, dann sind vier Augen das beste Prinzip. Das kostet am meisten Mut, aber es hat die größte Chance auf Heilung. Für den Einzelnen aber lässt sich nicht so direkt auf die Gemeinschaft übertragen. Oder jeder müsste mit jedem mal unter vier Augen sprechen. Naja, ich glaube, auf die Gemeinschaft übertragen, das ist natürlich dann wirklich, das hat viel mit Predigt zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie gehen wir miteinander um. Wird zum Beispiel jemand belohnt, wenn er sagt, ich sehe das noch nicht so. Oder ich sehe das eigentlich ganz anders. Ist dann dieses, ach, warum muss er, soll er oder sowas. Wie predige ich über Wahrheit und Barmherzigkeit? Wie lebe ich das vor? Und ich glaube wirklich, C.S. Lewis hat ja mal dieses wunderbare Beispiel gesagt, dass er sagt, Gemeinden sind eigentlich sowas wie große Krankenhäuser. Die sind voll von Sündern, die sind auf ihrem Weg zur Heilung. Jeder ist an was anderem krank, jeder ist in einem anderen Stadium der Genesung. Aber bevor wir sterben, kommt keiner aus diesem Krankenhaus raus. Und deswegen sage ich mal, gibt es eigentlich so eine Chance, barmherzig miteinander zu sein. Zu sagen, ja, wir sind alle irgendwie krank, wir alle geben uns Mühe, da rauszukommen. Wir alle haben Tagesform, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber wir haben dieses Bewusstsein, Gemeinde ist nicht ein heiligen Club, ein perfekten Club, sondern Gemeinde ist ein großes Krankenhaus. Haben Sie mal verglichen, wie das in weltlichen Gemeinschaften ist und dann das, was Sie jetzt so gesagt haben für christliche Gemeinschaften, lässt sich das übertragen auf einen normalen Betrieb? Welche Erfahrung wird man denn da machen, wenn man da mal die Wahrheit sagt dem Chef beispielsweise? Das ist natürlich das extreme Beispiel. Also ich glaube, dass das sozusagen in der Welt jenseits der Gemeinde genauso viel gelogen wird, dass aber auf eine Weise es etwas leichter ist, ehrlich zu sein, weil die Maßstäbe nicht ganz so hoch ist. Das ist ja das Problem von Kirche und Gemeinde, dass wir einander sozusagen ständig diese hohen Maßstäbe, dieses tolle Soll, das, was die Bibel sagt, das, was Gott will, vorhalten. Das ist sicherlich in säkularen Zusammenhängen einfach im normalen Leben etwas einfacher. Auf der anderen Seite gibt es da genauso viel Political Correctness. Was darf man sagen und was verschweigt man besser? Womit komme ich gut an, womit nicht? Das ist sicherlich so. Im Betrieb, wir geben uns in unserer Firma, Verlag, 80 Leute, schon viel Mühe, dass Leute ehrlich sein können. Und das ist ein hoher Wert, den wir verkörpern wollen. Und klar muss man sich trotzdem keine Illusionen machen, da wo Abhängigkeiten bestehen, da wo Angst ist, vielleicht um einen Job, um wie gut werde ich gesehen, ist das immer wieder eine Dynamik, wo man nicht blauäugig sein darf. Auf der anderen Seite muss man selber mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich sag da ganz ehrlich, das ist für mich auch ein Kampf. Ich habe auch Chefs. Und manchmal sitzt man dann da und denkt, ich müsste dies oder das jetzt eigentlich sagen. Aber wenn ich das sage, treffe ich auf Unwillen. Dann komme ich in Ungnade. Ach, er jetzt wieder und muss er nicht. Und dann denke ich so, sage ich das jetzt oder sage ich das nicht? Wenn ich es nicht sage, habe ich meine Ruhe und kann so tun, als ob alles gut ist und ich bin nett angesehen, das ist ja ein netter Kerl. Wenn ich sage, dann nervt er wieder. Und da merke ich, das ist ein richtiger innerer Kampf und zugleich dieselbe Dynamik. Wenn ich es sage, bricht ein Raum der Freiheit aus. Weil ich bin auf einmal, hey, ich bin wahr geworden. Der andere kann jetzt nicht sagen, du hast mir das verheimlicht, sondern ich sage, ja, wir sind offen. Und es ist eine Chance, sich zu verständigen. Und ich glaube, das ist eine Riesenhilfe, wo immer wir sind. Es ist nicht bequem, aber es befreit. Es ist nicht bequem, aber es befreit. Und es ist nicht in uns drin als so ein Automatikreflex, sondern der Automatikreflex ist lieber dies, ich möchte gut dastehen. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen und ich glaube, wir werden natürlich nicht so schnell zu Heiligen im ursprünglichen Sinn. Wo ich aber dankbar drum bin, ist, dass Sie gesagt haben, schau mal genau hin, werd dir bewusst, du kannst dazu stehen, das ist alles gar nicht schlimm und es macht dich frei, selbst wenn es nicht der bequemste Weg ist. Danke, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Alles Gute Ihnen, ehrlich. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.